Ausverkauft das Konzert von Till Lindemann. 6000 Menschen, die mutmaßlich alle hinter ihm stehen und ihn von jeglicher Schuld freisprechen. Ich finde, man sollte aufhören, einfach auf jemanden rumzuhauen, der sowieso schon kein Täter ist. Es wurde alles widerlegt, Ermittlungen eingestellt. Ich weiß nicht, warum man da noch drauf rumtrampeln muss. Ich finde es schwachsinnig. Für mich ist es der größte Künstler aller Zeiten. Es ist ganz einfach so. Und das sind einfach nur haltlose, dumme Beschuldigungen. Anders sehen das diejenigen, die lautstark neben den wartenden Fans stehen. Auch wenn die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen mangelnder Beweise eingestellt hat, wollen sie vor seinem Konzert gegen sexualisierte Gewalt aufmerksam machen und glauben nicht, dass Lindemann unschuldig ist. Wir haben ein großes Problem in der Gesellschaft und das ist, wenn Betroffene sich äußern, das Schweigen sozusagen brechen zu sexualisierter Gewalt, dass wir als erstes schreien, oh Gott, das kann nicht so passiert sein, das ist doch unglaublich und es gilt doch die Unschuldsvermutung. Und damit haben wir ein Problem, nämlich dass wir sozusagen Opfer, Betroffene im Regen stehen lassen. Auch der Konzertveranstalter ist misstrauisch und nicht unbedingt glücklich über sein schon vor den Vorwürfen geplantes Konzert. Ich finde, die Unschuldsvermutung, die hier eingefordert wird, die gilt ja auch für beide Seiten. Die gilt auch gegenüber den Frauen, die diese Vorwürfe erhoben haben. Und ich sage mal, nur weil eine juristische Klärung stattgefunden hat, heißt das ja nicht, dass diese Frauen alle gelogen haben. Also ich würde das Konzert nicht mehr machen mit den Vorwürfen, die es im Sommer gegeben hat. Rein ins Konzert dürfen Journalisten übrigens nicht und alle Konzertbesucher müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Inhalte des Konzerts wie gezeigte Videos auf der Bühne sind nicht jugendfrei.